noch irgendwas geben. Nein. Es gibt was Besseres als diese Shirts. Wir brauchen irgendwas mit dem Hai. Wenn er doch Haifan ist. Hier, da. Na, das ist ein bisschen schimmelig, ne? Das stimmt. Gibt's nicht auch ein unverschimmeltes Hai-Shirt? Wie wär's denn damit? Das ist süß. Ich schüttel das übrigens, indem ich den Controller schüttel. Das langsam schütteln. Oder so! Ja! Okay. Siehst du was, das sich lohnt? Nein. Such weiter. Wie wär's denn mit diesem... Mein Gott! Hätte ich den gern. Dieses Pelikan-Dingens da. Braucht ein bisschen viel Platz für ein... Weiß ich nicht, Schlüssel... Aufbewahrungsding, Schale. Aber cool wär's. Ziemlich cool. Na, was haben wir denn da? Hm. Der braune Hai. Nur echt von Aquarium. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium? Mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja. Er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also... Du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Lev! Komm zurück! Lev! Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mom. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lasse sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja. Indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Da ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Nutzen Wolves diesen Ort? Hier liegen ein paar unserer Boote. Okay.
So, jetzt geht's schon auf die Insel. Ich dachte, das dauert noch ein bisschen. Aber anscheinend. Cool. Überall. Hey, aber jetzt mal ohne Witz. Das dauert doch Wochen. Wenn das einer, sagen wir, es hat einer allein gezeichnet, da hat es doch Wochen, bis der das fertig hat. Und hier irgendwie, irgendwo mitten im Wolfsterritorium. Wow. Das wird auf nichts. Zieht der hier quasi ein, um dieses Propagandabild zu malen, oder wie? Naja, vielleicht. Ich meine, so ein einsamer Künstler irgendwo in so einem komischen, in so einer Ruine. Ich hab dich. Der fällt nicht so auf. Das stimmt schon. Oder die Scars sind so eine Armee von super choreografierten Künstlern, wo jeder nur einen Pinselstrich macht, aber jeder weiß exakt, wo er den machen muss. Und dann gehen da 50 Leute hin und machen fitsch, 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 fitsch und das Gemälde ist fertig. Wieso malen nach Zahlen und jeder hat seine drei Zahlen im Kopf, die er anpinseln muss. Und das Muster im Kopf. Das könnte auch sein. Wieso Kunstameisen? Wir kommen hier unentdeckt in dein Dorf. Oder so. Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Dann auf Nebenstraßen. Sind die sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu stur. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, schon. Sie wird das anders sein. Ach komm schon, hier liegt so viel Klebeband und ich kann kein Klebeband mehr nehmen. Das nervt mich. Und beim nächsten Mal brauche ich wieder dringend Klebeband und kann nichts mehr mitnehmen. Naja. Ah, ich könnte mal gucken, ob wir haben im Krankenhaus dann doch nochmal ziemlich viel Tabletten gefunden. Vielleicht könnten wir schon wieder was Cooles lernen. Schalldämpferhaltbarkeit interessiert mich halt gar nicht. Aber mehr Rohrbomben auf einmal anfertigen und mehr haben können, ist nicht schlecht. Oder mehr Heilung durch Medkits, das ist schon auch gut, muss ich schon sagen. Ich glaube, das nehme ich mal noch. Aber dann werde ich mich auf den hintersten Skilltree noch konzentrieren. Wenn wir überhaupt noch so viel finden. Sieht aus, als müssten wir außenrum. Stimmt, weil hier kommen wir unmöglich durch. Ich meine, guckt euch das an. Büsche. Büsche. Die undurchdringlichsten Mauern der Natur. Keine Chance. Müssen wir wohl durch diesen Graben schwimmen. Halt deinen Arm trocken. Ist schon zu spät. Ich meine, ja, warum nicht? Mein erster Gedanke war gerade, okay, hier in einem jahrzehntealten, überschwemmten Truck. Hier drüben. Ich komme gleich. Liegt Flammenwerfermunition, ob die noch funktioniert. Aber im Endeffekt ist es ja eine geschlossene Kapsel mit irgendeiner Flüssigkeit drin. Warum nicht? Solange die nicht durchgerostet ist. Warum nicht? Ich mach das. Okay, los, los. Da finde ich es eher komisch, wenn die mal irgendwelche nassen Lappen aus dem Wasser ziehen und dann einen Molotow-Cocktail draus basteln. Komm.
wie die mal einfach so auf gut Glück sind auf der anderen Seite. Durch irgendwelche Kanäle und Löcher kriechen. Klingt gut. Und dann tatsächlich dahin kommen, wo sie hinwollen. Das macht auch nur in Videospielen Sinn. Yara. Ein Brief, ein Zettel, eine Zeichnung, ein Hangman-Dingens. Wer hat wer Hangman gespielt? Na, ich... Was könnte da stehen? Vor allem haben die das übersetzt. Fanatisch. Und was wäre es im Englischen? Weiß ich gar nicht. Wurscht. Ach so, da steht auch noch was. Vicky, sei vorsichtig. Mein Boot wurde heute zweimal beschossen. Du solltest mit dem Kutter lieber weiter rausfahren. Es gibt starken Seegang. Und du wirst vermutlich dein Essen wieder ausspucken. Aber es ist immer noch besser, als von einem Scar abgeknallt zu werden. Wir sollten lieber kämpfen, um den Brutplatz zurückzugewinnen. Wenn wir weiter so tief ins Scar-Territorium eindringen, betteln wir ja förmlich um Ärger. Was zum Henker dachte Isaac sich bloß dabei? Vielleicht können wir nach einer Schicht darum bitten, woanders zugeteilt zu werden. Ich schäle lieber alle Kartoffeln der Welt, als wieder hier erwischt zu werden. Bitte sei vorsichtig. Wir gehen uns zu Hause. Was? Bitte sei vorsichtig, wir sehen uns zu Hause. Gezeichnet Kent. Wir gehen uns zu Hause, sonst wieder an die Gurgel. Gezeichnet Clark Kent. Hey, wie heißt du gleich nochmal? Hast du zufällig auch Inventar? Weil da wären noch ein paar Lappen, die wir noch mitnehmen könnten. Wenn du noch irgendwie Platz in deinem Inventar hast, bitteschön, tu dir keinen Zwang an. Bleibe auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaff das, okay? Okay. Der wurde aber ganz schön wild geschossen, ey. Halt, stopp. Eine halbe Schere. Wartet mal schnell, ich nehme mal die Armbrust, weil vielleicht können wir da ein bisschen schleichend mitmischen oder so. Na, es hat anscheinend schon aufgehört. Runter! Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Dann los! Unten bleiben. Los, los! Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Hier lang. Sieh. Sch-
scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Schnell! Das war gescriptet, oder? Wenn das nicht gescriptet war, war es nämlich verdammt cool. Ich habe in dem Spiel schon Sachen gesehen, die nicht gescriptet und verdammt cool sind, also wer weiß. Jetzt ertrinken wir hier. Nein, da ist ein Loch, interessanter, praktischerweise. Unter der Straße, aus irgendeinem Grund. Jetzt müssen wir nur echt auftauchen schon langsam, sonst ersticken wir hier. Okay, alles gut soweit. So, da la. Oh, ich glaube, der schießt auf uns. Oh. Zum Glück sieht er uns anscheinend nicht so richtig. Chinganos. Vergiss die Straße. Shit. Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Bin direkt hinter dir. Los. Der Karren fällt auseinander. Wir müssen weg. Los, los. Fuck, er ist gut. Ach, wirklich? Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Da läuft immer noch was? Vielleicht gerade im Moment. Shit. So viel Munition hier, so viel Loot und ich kann nichts davon mitnehmen. Das tut meiner Looterseele weh. Die Passage hätte ich jetzt fast vergessen. Mit dem Scharfschützen. Nein.